mein Lieben, da es ja keine Horns mehr bei mir gibt, weil ich ja jetzt so viele schöne Sachen habe, freue ich mich umso mehr, wenn mich immer noch ein Päckchen erreicht. Und ich habe heute wieder eins bekommen. Ja, das finde ich total klasse, weil das natürlich oftmals auch immer wieder Dinge beinhaltet, die ich so vielleicht gar nicht gesehen hätte. Und deswegen, ich freue mich einfach immer noch wieder riesig. Vorweg sehe ich jetzt gerade erst, guck mal, ist das nicht süß? Ich habe mich eben eh schon gefreut. Ich glaube, das ist irgendwie von dem Janosch-Zeichner oder sowas, so eine Serie. Und hier hüpft jetzt gerade ein kleines Huhn und sagt immer, ich bin ein Adler, ich bin ein Adler, ich bin ein Adler. Herrlich, finde ich total süß. Das Paket ist von der schwarzen Zora und hat sie mir angeboten, fand ich total super süß und nett. Und ich möchte trotzdem vorher einmal ganz kurz euch noch eine kleine Empfehlung aussprechen. Und zwar gibt es bei Lidl was Neues, das habe ich diese Woche gesehen. Und zwar haben die jetzt von Sien oder wie auch immer das heißen mag, meinetwegen auch Kien, wobei Sien natürlich besser klingt. Die haben jetzt aufgestockt, die haben jetzt Spülungen und sowas alles im Pflegebereich. Und unter anderem ein Hitzeschutzspray. Aktivschutz bis zu 200 Grad und gibt das Haar wie ein Schutzschild, repariert das Haar und verleiht ihm Glanz. Und das kostet nur 1,89. Und Mädels, das duftet. Das nehme ich schon nur so zwischendurch einfach, um so ein Haarparfüm zu haben. Das ist so lecker. Ich habe das jetzt eben nach dem Haarewaschen erstmal reingemacht. Und danach noch was gegen Frizz von diesem John Frieda. Und jetzt wollte ich es erstmal machen, auch wenn das alles ein bisschen unstrukturiert aussieht. Aber es sieht natürlich bei mir ganz häufig aus, direkt nach dem Haarewaschen. Und vielleicht fange ich heute mal an mit dem Glätteisentest. Ich habe das immer noch nicht ausprobiert, weil ich da immer noch keinen Bock drauf hatte. Ich habe jetzt in der letzten Zeit viel mit den Lockenwicklern gemacht von der Vroni. Und jetzt kommt dann vielleicht mal die andere Richtung dran. Keine Locken und Wellen, sondern dann eher mal das Geglättete. Mal gucken. Also, 1,89, super lecker. Sprüht euch das mal auf. Das ist, ich kann es euch leider nicht erklären, aber das ist oh, lecker. Und das schöne Tuch habe ich heute um. Mein schönes grünes Tuch. Ich habe noch nichts zur Farblehre von euch gehört. Sieht man auch nicht. Ich habe das eben schon ausprobiert. Ich habe also heute von der... Wet n Wild. Wieder Loch im Kopf. Das Grün benutzt und das, also hier das Grün und das Grease hier und sowas, ganz zart nur aufgetupft und sowas. Also wer sich überlegt oder noch hadert, so wie ich die ganze Zeit gehadert habe damit, mir die zu kaufen, kauft sie. Das ist wirklich, die ist echt so super und ich habe mich so gefreut darüber, aber das hast du bestimmt mitgekriegt. Und wegen dem Grün habe ich jetzt heute auch noch das grüne Tuch gemacht. Ja, jetzt geht es ums Nächste und ich mache ich jetzt auf. Jo. Oh, hat sie sich die Mühe gemacht, alles einzupacken. Gab nichts im Tausch. Es gibt ja einige, die sagen, nee, ich bin froh, wenn das Zeug, wenn ich meine Sachen abbaue. Das war jetzt also kein Tauschpäckchen, sondern das war jetzt ein Gimmi-Päckchen. Einmal mit einer süßen Karte vorweg. Die lese ich jetzt erstmal durch. Oh, hier ist ganz... Ein Werbeplakat war das mal, und zwar zu 1898er Zeiten. Cool, sieht toll aus. Das werde ich mir hier irgendwo hinstecken. Einmal kurz lesen. Hier ist es, dein persönliches Trashpäckchen von mir aus den Tiefen von Bayern. Super. Ich freue mich. Kein Ding. Mit Nummerierung und Notizen. Supi. Ja, kleine Zora, dann wollen wir mal durchstarten. Und obendrauf. Achso, da ist jetzt, das ist praktisch so eine Art Briefumschlag jetzt von Sueva. Mit der Nummerierung. Die hole ich jetzt einmal raus. Das finde ich cool mit Nummerierung, gefällt mir gut. Oh, wir haben süßen Teddy. Teddy und Schäfchen, ich mag doch beides sehr gerne und Schäfchen vor allem. Da muss ich mich jetzt nach und nach von meiner Schäfchensammlung trennen, auch schlimm. So, fangen wir mal an. Gucken wir nach der 1. Hat sie sich wirklich die Mühe gemacht und alles so doll eingepackt.
Oh, da ist gut, dass ich das Messer noch hier habe. Ich glaube, ich muss das alles vorweg einmal. Ich muss das hinlegen. Ich muss es einmal auspacken. Das mache ich einmal ganz kurz aus und packe das aus. Da braucht ihr mir auch beim Aufschneiden nicht zugucken. Moment. Einmal gerade zwischendurch. Ich habe gerade die Nummer 20 entdeckt. Das wird also richtig viel. Ihr seht, ich habe schon angefangen mit dem Haarewuscheln. Das ist ja der Oberhammer. Du meine Güte. Ich habe jetzt alles in Reihenfolge hingelegt. Das habe ich jetzt eben, ich habe ein Foto gemacht. damit ihr werdet das Foto, ich werde das vorne dran davor schieben, dann werdet ihr das sehen, dann brauche ich das jetzt sicher, das nochmal abzubauen. So, ich fange an. Also erstmal, das ist der Oberhammer, was du dir für eine Mühe gemacht hast, wenn wir das Ganze verpacken. Alle Achtung, ich so als Nicht-Verpacker habe da absolute Hochachtung vor. Echt Hammer. So, die Nummer 1. Kannst du hoffentlich gebrauchen, ist sicher auch toll als Highlighter. Den Preiszettel habe ich nicht abbekommen, sorry. Total niedlich, so mit diesen kleinen Mammutschgatz drauf, diese kleinen Püppchen, die man ineinander stecken kann. Die haben einen bestimmten Namen, ich weiß aber leider nicht welchen. Essence! Jubi! Das macht überhaupt nichts mit dem Preis. Guck mal da. Das kann man für alles benutzen, das kann man einmal komplett als Rouge benutzen. Highlighter, alles. Cool. Dankeschön. Ich bin deswegen gerade ein bisschen am Stutzen, weil ich meine, ich hätte ihn gerade gekriegt in dem anderen Paket. Aber das macht überhaupt nichts, denn ich bin ja inzwischen hier die Trash-Päckchen-Verteilungsstelle und da wird sich dann bestimmt wieder jemand anders drüber freuen. Wie gesagt, ich kann es einfach nicht ertragen, wenn Leute ihre Sachen wegschmeißen. Das finde ich furchtbar. So, rosa geht immer. Du sprichst mir aus dem Herzen. Gerade so ein zartes Rosa. Schauen wir hier. Was nicht heißt, dass ich mich darüber nicht freue. Ne? Ich freue mich darüber trotzdem. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ groß, dass das sich irgendwann Dinge mal wiederholen. Hatte ich kürzlich mit dem Mascara auch und einmal mit dem Bronzer und sowas. Aber da hat sich dann die nächste drüber gefreut. Ja, was haben wir hier? Oh, von Catrice. Die Catrice lag jetzt noch alle so schön und den habe ich nicht. Rosemary's Baby. Rosa geht immer. Da. Männer ist ein bisschen am Hetzen, weil wir nämlich eigentlich noch mit dem Hund raus wollten. Das machen wir ja auch noch, aber jetzt eben ein bisschen spät. Weil ich konnte mir jetzt nicht entgehen lassen. Oder ich höre auf der Hälfte auf. Mal gucken. Dann habe ich weniger Ärger und noch ein bisschen Vorfreude. Mal schauen. So. Der sieht total schön aus. Und du hast schon recht. Rosa geht immer. Gerade bei mir. So, ich denke manchmal, ich habe vielleicht als Mädchen, als kleines Kind nicht genügend rosa gehabt oder sowas. Ich habe in einem gelben Zimmer gelebt und sowas. Ich mochte gelb immer sehr gerne leiden. Heutzutage kommt ja ein kleines Kind um rosa gar nicht mehr rundherum. So, das dürfte doch dein Beuteschema sein. Die schwarze Zora hat geschrieben, dass sie mich schon länger guckt, aber jetzt gerade erst anfängt zu kommentieren. Das finde ich natürlich super. Ah, Sparkling Bronx, toll, 763, ich sehe das hier unten schon an der Farbbezeichnung. Ich wollte mir ein Läppchen hinlegen. Moment. Ja, und wieder da. Kein Läppchen gefunden, gibt Toilettenpapier. So, aber absolut. Einmal so drüber, so. Das hat wieder mal das Zeug dazu, ein Liebling zu werden. Oh, ist das irgendwas Aktuelles? Kann ich das nachkaufen? Von Maybelline 763. Oh, einmal da. Hast du super gemacht. Toll. Das ist sowas, das kann ich mir hinlegen und hinstellen. Und, oh. So, offensichtlich hat sie unglaubliche 20 Päckchen gepackt. Dann würde ich jetzt mal sagen, damit ich heute nicht ganz so furchtbar viel Ärger kriege. Der brummelt nämlich jetzt schon so vor sich hin. Ich höre bei 10 auf und mache dann da weiter. Für euch ist das natürlich alles in einem dann übergehend. Ja, Nummer 4. Hier bin ich ein bisschen ausgerastet und habe das Zeug gleich gebunkert, weil ich es so gut finde. Ist also noch unbenutzt. Habe ich ein Backup bekommen. Weil du das so gut findest. Bin ich jetzt sehr gespannt. Wow, den habe ich noch nicht.
Von P2 Perfect Face Refine and Prime verleiht ein seidiges Hautgefühl, mattiert und kaschiert Hautunebenheiten. Die seidig zarte langhaftende Vorbereitung für einen unsichtbaren Make-up-Look. PMMA-Pulver und mattierende Silica-Beads verleihen ein seidiges Hautgefühl. Spectraflex Soft Focus Pigmente gleichen Hautunebenheiten optisch außen, lassen den Teint erstrahlen, mattiert und kaschiert Poren und Hautunebenheiten langhaftend. Also ein Primer offensichtlich, ne? Super, danke schön. Vor allen Dingen jetzt habe ich mal die Chance, das auszuprobieren. Und wenn es noch gut ist, es ist jetzt halt noch nicht ausgelaufen, dann, also in der Saison, dann kann ich mir das nämlich auch noch bunkern. Denn wir sind ja nicht lange von der nächsten Saisonumstellung weg, denke ich mal. Ne? Ja, jetzt oben drüber brauche ich das nicht machen, weil es kommt ja unten drunter. Super, danke schön. Werde ich vom berichten und schreib mir auch noch was dazu. So. Ein bisschen ausgerastet, habe das Zeug gleich gebunkert, wie süß. Klimper, klimper mit der Wimper. Ja, wer mich kennt, weiß ja, dass ich ein kleines Mascara-Problem habe. Ich könnte mir ja ständig neue Mascara kaufen. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Von Agnes B. Cool, habe ich ja noch gar nicht. 3D Ultra Seals. So, wo habe ich natürlich jetzt was drauf? Das heißt, ich freue mich wieder auf morgen früh, dass ich da 3 in 1 Länge, längst Densified and Curled Lashes. Taylor G wird sich jetzt wieder beömmeln wegen der THs. Ich halt so für so, ne? Für so ein Schleswig-Holsteiner Mädel nicht ganz so einfach. Cool, mit so einer gebogenen Bürste. Aber, ne? Die sind schon verhärtet, da tut sich jetzt nichts mehr. Cool, probiere ich morgen früh aus. Dankeschön. Ich will noch nicht auf 10 aufhören, Menno. Naja, 6. Sehr mädchenhaft, ich weiß, aber warum nicht, habe ich doppelt. Mädchenhaft ist immer gut. Man kann nicht lang genug Mädchen sein. Haha. Auch mein Beuteschema, super. Nur 60 Cloud Number 9. Klasse! Und ich habe gerade eben einen neu machen müssen. Das heißt, ich kann den direkt ausprobieren. Ich habe auch schon manchmal zu Hause festgestellt, dass ich einen doppelt gekauft hatte. Super! Und gerade solche Farben sind total klasse, um diese Topper drüber zu machen. Das sieht so schick aus. Dankeschön! Super! Ich liebe das. Das ist alles in rosa bis jetzt. Schön. So, 5 haben wir. 6, wo ist 6? Ne, 6 haben wir. 7. Funkelt wunderbar in der Sommersonne. Ja, heute haben wir, hat es uns ein bisschen, eben gerade hat es geregnet, sagen wir es so. Hat es uns ein bisschen geschockt. Oh, der kommt gleich oben drüber. Glamshine, 6 Stunden L'Oreal. In der Farbe 103. Eine so schöne Farbe. Oh, kann man wahrscheinlich gar nicht so gut sehen. Einmal Moment. Ja. Sparkling, sparkling hier. Toll. In der letzten Zeit waren ja oftmals so richtige Knallfarben dabei und da bin ich ja immer so ein bisschen, ne? Aber das ist ja jetzt alles hoch. Super. 7, 8. 3 Nuancen, die dir hoffentlich gefallen werden, liebe Sani. Da ist vorne noch so ein Knaller. Ein Pröbchen wahrscheinlich dann auch von Agnes B. oder so. Schauen wir mal. Nee, Annemarie Burland, Lippenstift Celebrity Red 54. Ha, ich habe eben gerade das Video geguckt von der lieben Mrs. Fabulous. Die hat jetzt eine ganz neue Reihe gestartet, die finde ich total cool. Und zwar nennt sie die Red Friday. Und da macht sie es so, dass sie immer einen roten Lippenstift vorstellt. Eine Woche High-End, eine Woche Drogerieprodukt. Und man kann sich unten drunter wünschen, welchen man gerne mal sehen würden. Und ich würde jetzt mal sagen,
Den würde ich gerne mal bei dir sehen. Annemarie Burden, Lippenstift Celebrity Red 54. Wenn du da irgendwie dran kommst. Wobei der ja beides ist, ne? Der ist ja dann einerseits High-End, weil Annemarie Burden natürlich auch nicht gerade günstig ist. Und Drogerie, weil man die, glaube ich, in der Drogerie kriegt. Musst du eigentlich noch eine dritte Schicht irgendwie einlegen. Ich werde euch das mal verlinken von heute, von Essence. Oder, also heute hatte sie, nicht heute, gestern hatte sie, heute ist Samstag, hatte sie einen Essence-Lippenstift drin. Letzte Woche habe ich schon wieder vergessen. Ja, aber verlinken kann ich es euch ja trotzdem. Sieht total natürlich aus, schön. Jo, du kommst dahin. Aber jetzt widmen wir uns dem... Ah, das sind drei einzelne. Drei Nuancen, die dir hoffentlich gefallen werden. Ha! Das nennt sich heutzutage ja Tangerine, glaube ich, oder Mandarinfarben. Nun habe ich mich hier schon angemalt. Moment, schauen wir mal nach dem anderen. Den hatte ich, den habe ich irgendjemandem gerade, glaube ich, ins Paket gesteckt. Macht nichts, finde ich trotzdem gut. So, kann man alles schön abwechselnd machen. Oh, die kann ich alle drei tragen jetzt. Nacheinander. Das ist, glaube ich, dann eher Tangerine, ne? Das ist die Farbe. Keine Farbbezeichnung. Welchen nehme ich denn jetzt in die Mitte hier? Ich werde den teilen. Passt mal auf. Muss ja heute sowieso neu lackieren. Vielleicht kommen die dann schon gleich mit in die engere Wahl. Mache ich ein Foto, lade ich ein Foto bei Facebook hoch. Moment, leider bin ich ja nicht, ich werde ja nicht braun aus irgendeinem Grunde. Und da werden die Farben natürlich richtig super. Oh, der ist ja richtig schön. Also ich habe jetzt beide Farben aufgetragen, könnt ihr das sehen? Also der hier, der ist richtig klasse. Den bronzefarbenen lasse ich jetzt mal außen vor. Kann euch da auch nicht die Farbe zu sagen. Sind auf jeden Fall alle von Maybelline New York, MNY, My Varnish. Könnte das die Farbe zeigen? Nee, auch nicht. Also das ist 204A, 205A und 610A. Ich denke mal, so ist das dann zu verstehen. Und das ist total cool. Außerdem vermischen die sich gerade. Das sieht ja noch heißer aus. Vielleicht sollte ich das mit allen so machen. Vielleicht ist das ein neues Nageldesign. Ich bin hier voll kreativ. Oh, das war schon 8. Das heißt, bei 10 hören wir auf. 9. Finde ich sehr gut. Ist ziemlich ergiebig und riecht auch gut, finde ich. Geschenke müssen wehtun. Das habe ich bei dir gelernt. Du bist süß. Ja, den Spruch bringe ich ja öfter mal. Ist, ja, was denkt ihr darüber? Ist das Spinnerei? Wie seht ihr das? Ich meine ja damit, dass Geschenke gut sind, wenn man sie sich selber auch kaufen würde oder wenn man sie halt teilt oder sowas, dass man denkt, ach, ich hätte es auch selbst gern behalten. So halt. Brightening Face Primer. Oh, von Benefit. Oh, danke. Von Benefit habe ich noch gar nichts. Bei Männer piept es gerade. Auch schön. Da habe ich mir gerade eine Macke reingehauen, aber das werde ich, glaube ich, doppelt lackieren. Das sieht voll cool aus. Das werde ich googeln, damit ich das auf jeden Fall richtig verwende. Face Primer. Nehme ich auch nur ganz wenig von. Das sind. Oh, oh ja, das riecht gut. Ich bin ja auch so Duftfetischist, was sowas angeht hier gerade. Ich hatte mal von Clarence, glaube ich, ein Pröbchen von einer Nachtcreme, die hätte dann damals 48 Mark gekostet, glaube ich. Habe ich dann nicht gekauft, das ist so irre bin ich dann doch nicht. Aber da habe ich versucht, überall wo ich war, noch eine Probe abzukrapschen, weil dieser Duft, ich hätte mich da reinlegen können. Und so ist das jetzt gerade mit dieser, ne, mit dieser, die ich euch eben gezeigt habe, mit diesem Haarfestiger. Und was anderes hatte ich auch noch, was so toll roch. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Toll, also das riecht wirklich sehr, sehr lecker. That Girl. Dankeschön. Coole Nummer. Auch ein bisschen rosa dran. Und jetzt sind wir schon bei dem letzten für die erste Charge hier. Da
Lisa ist nicht so dein Farbton, gell? Aber vielleicht gibst du dem Quattro ja doch eine Chance. Ihr wollt ja nur lachen, wenn ich das dann ausprobiere. Nein, hast aber gut zugehört. Lila ist nicht so meine Farbe. Ich finde das heute total schön. Ich habe da diesen einen Aprikoton drunter gemacht und das Grün ganz zart drüber. Gefällt mir total gut. Aber vor dem habe ich vorgestanden. Du bist ja der Brüller. Das ist genau die Kombination, vor der ich gestanden habe, weil ich die so schön fand. Guckt mal. Und jetzt habe ich sie nicht mehr hier. Die habe ich gerade vor 2 Tagen hochgebracht, weil ich hier ein bisschen aufgeräumt habe. Das ist vergleichbar mit dieser schönen aus der Mirror, Mirror on the Wall LE, die ja so in die Falten gegangen sind. Und das ist, oh, die Farben fand ich so toll. Erstmal ist das hier eine wunderschöne Farbe, um sie als Base aufzutragen, weil sie die roten Äderchen verschwinden lässt. Ich mache euch das mal alles drauf. So. Dieser, ich nenne ihn jetzt mal nicht lila, sondern Bordeaux-Ton. Man kann sich nämlich alles schönreden, wenn man nur möchte. Der hat sogar noch ein paar kleine goldene Sparkling-Effekte drin. Dann haben wir hier was roséfarben ist und dann noch so einen Taubton. Taub geht ja immer, haben wir ja gelernt. Richtig super. Und für Dummies wie Sunny Kind hinten wieder eine Beschreibung drauf. Dass man die Nummer 1 als Highlighter nimmt, oben auf den braunen Bogen, die 2 aufs Lid, die 3 in die Augenfalte und die 4 als Liner. Das ist super. Und da ich das jetzt gerade in Bordeaux umfunktioniert habe, habe ich damit überhaupt kein Problem und freue mich sehr, das auftragen zu können. Ja, und das war es jetzt schon mal erstmal. Jetzt kann ich mich aber wenigstens freuen dann darauf, dass wenn es dann so in 2 Stunden weitergeht. Für euch ist es jetzt nur ein klitzekleines Augenblickchen. Für mich sind es jetzt 2 Stunden im realen Leben, die ich jetzt aufgeregt bin, weil ich weiter auspacken möchte. Ich lese auch den Zettel jetzt nicht weiter. Ich lasse alles genauso jetzt hier stehen. Das sieht aber auch eine schöne Sache. Das sehe ich ja schon. Meine kleinen Mamutschkas hier. 11, 12, 13. Ich lege mir das schon mal so hin. 13 auch, ich würde ja so gerne. Nein, ich mache es jetzt nicht. 13, ha, 14, 14, da, 15. Ich habe sogar Männer eben antanzen lassen. Ich sage, guck dir das mal an, sieht das nicht süß aus? 18, 18 da, 18, 19. Ach, 16 vergessen, 16. Machen wir so, bauen wir nochmal kurz um. Geile Nummer. Das macht so einen Spaß. Ich freue mich ja immer noch, dass ihr alle immer noch guckt, weil ich könnte mir vorstellen, dass es nicht ganz so interessant ist und so ein ständiges Unboxing und so weiter. Aber es sind natürlich immer richtig tolle Schätzchen mit bei. Und ich hoffe, ich kann euch mit so ein paar Sachen auch mal anfixen und dass ihr dann sagt, boah, das habe ich noch nie gesehen, da muss ich unbedingt drauf los. Ich mache jetzt Schluss und würde sagen, bis später. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf in 2 Stunden. Bis gleich. Tschüss. Ja. Schatzi zieht sich an. Eins packe ich noch aus. Eins packe ich aus. Es regnet nämlich auch gerade. So, Nummer 11. Sehr gutes Produkt, aber ich habe einfach zu viel Freude damit. Ich glaube, ich bin inzwischen Trashpäckchen süchtig. So wie ich von der Schoki nicht mehr loskomme. Darf man über seine Süchte so sprechen? Oh, oh. Von Maybelline, Fit Me, 120 Classic Ivory. Cool. Toll, 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 toll. Ich bin jetzt letzte Woche, ja in den letzten Tagen, habe ich jetzt auch meine Sachen nochmal so durchgeguckt und sowas von den Sachen, die ich jetzt immer noch so totgehortet habe und so und habe mich da auch schon wieder von ein paar Sachen getrennt. Weil ich natürlich auch jetzt so nach und nach dann Dinge so austauschen konnte, weil die Sachen, die ich gekriegt habe, einfach schöner und besser sind und sowas. Also jetzt für mich in meinen Augen, weil ich das so herzlich finde und als Geschenk und so weiter. Und meine Box ist auch wieder angestiegen von den Sachen, die weg können. Und das kommt jetzt natürlich wieder, dafür muss jetzt immer irgendwas gehen, glaube ich. Den behalte ich auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, was ich dafür rausschmeiße. Dankeschön.
lese mal, was das nächste ist. Du magst doch so helle Töne, oder? Das muss ich noch. So. Das Dumme ist ja, dann, wenn ich das jetzt doch noch alles so schnell mache, dann wartet ja nichts mehr auf mich. Ja, 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 ja. Auch von Maybelline? Farbbezeichnung gibt's nicht, aber du hast recht, solche Farben sind genau mein Ding. Gerade weil ich ja dieses Problem mit diesen roten Äderchen habe, direkt oben drüber. Und manchmal denke ich mir, Menschenskinder, sowas würde doch eigentlich reichen. Ganz zarter Perlmutton. Oh, jetzt ist es wieder ärgerlich, dass ich eben schon was drauf gemacht habe, weil jetzt würde ich natürlich gerne. Leider seht ihr es ja nicht, es ist zu zart, als dass ihr das in der Kamera sehen könntet. Aber das passt hervorragend. Ja, ja, ja. Vielleicht seht ihr trotzdem was. Dieses Grün halt von dieser Palette. Echt super. Nein, jetzt muss ich mich zusammenreißen und höre mal erst wieder auf. Damit ich noch was zum Freuen habe. Jetzt kann ich alles nochmal hier neu sortieren. 13, 14, 15, dann kommt die 16 dahin. Schön. Doch ein bisschen weiter. So, aber schon viel, viel weniger. Bin ich wieder. Habe ich ganz schnell ins Bad geschlichen und ich muss gleich noch Aufträge eingeben und so weiter. Und da habe ich gedacht, das bringt nichts, erst beim Arbeiten anzufangen und das nach hinten zu verschieben. Ich bin jetzt eh zu aufgeregt und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache ganz schnell weiter. Habe die ganze Zeit daran gedacht, es ist jetzt sogar 3 Stunden später, glaube ich, als eben. Ich weiß gar nicht, wann wir losgefahren sind. Jetzt ist es nach 3. Und ob ich das ein bisschen weiter runter mache, dann brauche ich immer so zu blinzeln. Jetzt gerade ist nämlich allerschönstes Wetter und ich habe im Moment immer so Gefühl, ich bin ständig müde. Ich weiß auch nicht. Ich meine, Frühjahrsmüdigkeit kann es ja nicht mehr sein, wir haben ja nun Sommer. Aber naja, ich habe mir gerade noch schnell zum Erfrischen hier das komplett als Rouge drüber getan. Ach, und da habe ich noch vergessen. Ich hatte mir gerade meinen Kiko-Lippenstift drauf gemacht. Das ist die Farbe. ich finde die eigentlich ganz hübsch. Ich habe die so noch gar nicht viel getragen im normalen Leben. Aber da muss ja immer noch der Glanz drüber. Und ich finde, wenn der Glanz erstmal drüber ist, dann fällt das erstmal gar nicht mehr so auf. Dann ist der recht unauffällig halt. Soll 10 Stunden halten, also ich meine, eine Stunde habe ich letztes Mal was davon gesehen, länger dann auch nicht. Ich weiß nicht, wie die das immer testen, aber naja, machen wir mal weiter. Außerdem, wenn ich jetzt nämlich das Video zu Ende mache, kann es laden, während ich arbeite und dann, ne, kriegt ihr es heute noch. Ja, schade, dass ich mich eben nicht zusammengerissen habe und schon welche aufgemacht habe. Ich habe doch 10 und 11 auf, ne, 11 und 12 aufgemacht, weil ich überlege gerade, wo 12 ist. Aber es geht weiter mit der 13. Die letzten beiden waren, glaube ich, die beiden, ne? Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Das habe ich mir auch gerade nochmal aufgetragen, das hier. Waren schön spazieren, haben noch Grillsachen geholt, beim Famila. Holz gekauft, um die Terrasse schön zu machen. Und jetzt geht's weiter im Text. So, mit der Nummer 13. Was steht denn hier? Was ganz Verrücktes. Press the button. Und dahinter hat sie was gemalt. An Smiley, ein Lach-Smiley. Press the button. Nummer 13. Was ist das denn? Das hat gerade gesummt. War das gesummt? Was ist das denn Geiles? Was ist das denn? Das ist von Maybelline. Die Mascara Pulse Perfection Vibrating and Defining Mascara. Wo hast du die denn her? Für perfekt definierte Wimpern, vibrierende Bürste, Anti-Klump-Technologie. Davon habe ich noch gar nichts gehört. Ich schmeiß mich weg. Da ist allen Ernstes hier. Da könnt ihr drauf drücken. Hört ihr das? Deswegen der Smiley. Eine schöne Bürste. Ich schmeiß mich weg, das vibriert durch die ganze Hand.
Wartet mal, ich habe hier unten keine. Schiebe ich mal ganz nah ran, damit ihr das auch vibrieren seht vielleicht. Moment. Was soll das denn? Ich schmeiß mich weg. Okay, also man kann auch mit Hand noch hin und her wuscheln. Okay, aber der Gag ist natürlich, wenn das Ding meiner Handtasche losgeht, ne, und du sitzt im Bus oder sowas, ich sag jetzt mal nix, ne? Ja, das ist eine ziemlich lustige Sache. Die probiere ich morgen. Oh, jetzt habe ich mich angerufen. Die probiere ich morgen früh nochmal aus. Mache ich ein Auge so und erzähle da mal was von. Aber das habe ich ja noch nicht. Ist die so neu, dass man sie noch nicht kennt? Oder ist die so gefloppt, dass sie gar nicht erst hochgekommen ist? Geile Nummer. Danke. Schön. So, habe ich ebenfalls doppelt und fand ich absolut grandios. Die Nummer 14, da hat sie mir eine 14 draufgeklebt, total süß. Ach Mann. Ja, so schöne Sachen habe ich natürlich nicht. Herrlich. Essence Ballerina Backstage Isoflé in 02 Pas de Copé oder Copper oder wie auch immer. Pas de, so wie Pas de Deux. Oh, die ist aber gut zu. Moment. Ist ein cremiger Lidschatten. Die ist hier eine coole Farbe. Da habe ich jetzt mit was ganz anderem gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gedacht, es wäre jetzt rosa. Oh, die ist aber total cremig. Das kann ich mir gut vorstellen, auch als Eyeshadow Base. Moment. Eierschatten. Echt cool. Moment. Eine vibrierende Mascara. Wer macht das denn? Einfach mal oben drüber. Jetzt muss ich ja nicht mehr raus. Auch so eine schöne Farbe. Ach, ist das toll. Das war eine LE, vermute ich mal, denn ich habe die nicht gesehen. Oh, Schatzi kommt rein, er wird es mitbekommen. Schatzi! Pass mal auf. Komm mal! Na gut. Ich bin gerade sein Hemd nach unten. Dann zeige ich das. Ich kann nicht schneiden, ich muss also vorher Bescheid sagen, dass er nicht so schmutzig wird, wenn er das sieht. Auch wie süß der da unten bleibt, wie du bist. Vielleicht kommt die 15, da steht, davon hattest du sicher noch keinen, oder? Oh, nicht gucken. Dum, dum, dum. Altes Haus, da hörst du jeden Schritt. Bevor du was Schlimmes sagst oder sowas, die läuft, ne? Aber die muss ich dir mal zeigen. Das ist eine Mascara. Komm mal hier. Komm, die kenne ich doch schon alle. Gar nicht wahr. Hol. Ach komm, jetzt stell dich nicht so an, sonst stehst du ja auch immer mitten im Bild. Ja, gut. Das habe ich noch nicht gesehen, sowas. Sieht schön aus. Ist eine ganz tolle Farbe. Wäre genau mein Beuteschema auch gewesen, aber ich weiß du wohl. Hast du ja alles getroffen bisher. Theoretisch ja sogar den. Bloß den hatte ich ja nur durch Zufall. So. Davon hattest du sicher noch keinen, oder? Fühlt sich an wie ein Nagellack. Schatz, sie geht raus. Ist eine schöne Farbe hier, dieses Isoflé. Nee, Schatz ist wieder drin. Oh, wer bist du? Ich habe noch keinen China-Glaze. Nein. Geile Nummer. Und dann so eine coole Farbe. Das ist mir eben alles wieder abgegangen. Deswegen kann ich das jetzt wieder... Es ist so ein... Also es sieht aus wie ein Fliederton, wie ein leichter Fliederbeerenton, wie ein Lila, aber mit ganz vielen silbernen Partikelchen drin und noch fast so wie marmoriert. Die Farbe
Admire, Admire 695. Vielleicht könnt ihr das sehen. Bringt das eigentlich was, wenn ich die Hand dahinter halte? Nee, ne? Moment. Moment. Oh ja, die ist schön. Ist ja cool. Da weiß ich ja heute überhaupt nicht, welche ich nehmen soll. Guck mal. Praktisch, weil ich mir vorher den einen nicht lackiert habe, ne? Der hebt sich schon wieder. Den habe ich gestern gemacht. Der Klebstoff, der klebt im Moment nicht. Der ist so kacke. Gestern gemacht, kann ich gleich komplett abnehmen, nochmal neu aufkleben. Total blöd. Im Moment fliegen die mir auch um die Ohren wie nichts Gutes. Der ist schön. Danke sehr. Das ist aber auch eine ordentliche Buddel, ne? Da ist ja richtig was drin. Danke. Passt auch super in das ganze Farbkonzept hier. 16, was Hübsches für die Wängchen. Ich habe tatsächlich unterwegs die ganze Zeit an euch denken müssen und an die schönen Sachen, die hier noch stehen. Und oh, da haben wir dann... Der ist schön. Compact Powder Lighter Skin. Rose Beige. Habe ich aber auch doppelt. Also da sei bitte nicht böse, aber der wird dann das Plätzchen nochmal wechseln. Und bei irgendjemand anders ein neues Zuhause finden. Ich werde es trotzdem einmal auftragen. Der ist nämlich echt klasse. Hier seht ihr dieses schöne Muster. Benutze ich eigentlich viel zu selten. Ich lasse ihn erstmal hier unten jetzt. Ich kann ja auch den oben weg tun. Der bleibt jetzt hier unten. So, der ist nämlich wirklich schön. Vibrierende Mascara. Danke. Also nicht nur für die Wänkchen, ich glaube, das ist ein Kompaktpuder, ne? Für alles, oder? Kompaktpuder, ja. Mattierender Puder in 5 Farben. Gleicht den Bittern perfekt aus. Für ein natürlich strahlendes und ebenmäßiges Finish. Ich glaube, ich habe irgendwas jetzt im Auge. Von dem ganzen Puder. Total schön. Von Catrice ist der. So, backe ich noch einmal hier. Drauf, da. Und der fühlt sich auch total pudrig an, als ob die da schon wieder fast so ein Silikon reingemacht hätten oder sowas. Ganz, ganz, ganz toll. Gibt wirklich schöne Sachen. Jetzt habe ich noch 17, 18, 19 und 20. Die 17 haben wir. Kann ich mir sehr gut im Herbst vorstellen. Wie, ich muss noch warten, bis ich das auftragen kann. Warten ist ja gar nicht meins, das solltet ihr ja wissen. Ombretto, Lidschatten. Dream Mousse Eye Color von Maybelline. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ich habe diese Dream Mousse von meiner Mutter. Die kauft sich oftmals dieses Soufflé, dieses Make-up-Soufflé. Und dann kommt sie doch nicht damit zurecht und dann gibt es mir. Und ich komme nur mit dem zurecht, wenn ich den Stylicious Tupfer nehme hier. Und habe auch die Art und Weise kürzlich mal festgestellt, dass ich die auch tragen kann. Habe sie jetzt aber aus Platzmangel auch erstmal wieder weggepackt. Aber die sind toll. Oh, das ist eine schöne Farbe. Guck mal. Und dann noch mit dem anderen, den ich da habe, zusammen am besten. Moment, einmal. Das ist eine geile Konsistenz. Wie die das hinkriegen, möchte ich mal wissen. Also es ist richtig fluffig, wenn man da so reindrückt. Ganz leichter Braunton. Ich setze das jetzt mal hier in die Lidfalte. Moment. Wo ich ja so ein... Hey, guck mal, wie schön das zusammenpasst. Das ist eine total schöne Kombination mit dem Ballerina-Soufflé und hier oben noch mit ein bisschen Highlighter. Mann, da hast du dir richtig Gedanken gemacht. Das ist richtig schön. Ach, jetzt verändert sich das Licht noch. Das ist sehr freundlich, damit ihr auch was sehen könnt. Wieso überhaupt für den Herbst? Den könnte ich doch jetzt schon tragen, oder? So, machen wir mal ein glattes Auge, damit ihr was sehen könnt. Das gefällt mir total gut zusammen. Das wird zusammen weggepackt und ich glaube nicht, dass ich damit so lange warte. Das werde ich wohl schon früher. Hat nur jetzt direkt in der Sonne gelegen, eingepackt. Ich glaube, da sehe ich zu, dass das erstmal ein bisschen wieder abkühlt. Ist die Farbe 06. Gefällt mir sehr gut. Ganz große Klasse. Schön aufeinander abgestimmt. Wow. 18. Moment, dazu sage ich mal nichts.
Wer zur Hölle denkt sich sowas aus? Aber vielleicht ist sie ja wie für dich gemacht. Erstmal auspacken, dann gucken. Moment. Ich wüsste auch nicht, was es ist. Ist aber auch ein bisschen warm geworden. Ich hätte die Sache aus der Sonne nehmen sollen. Habe ich auch nicht gesehen. Telescopic Explosion Mascara von L'Oreal mit so einer Puschelbürste da vorne dran. Wie Teleskop? Ist das deren Ernst? Ist sie noch zu? Hast sie gar nicht aus? Doch, da. So, jetzt wollen wir mal gucken. So eine hatte ich mir mal gekauft in einer Billigversion und damit habe ich, die waren damals modern, diese Wimpernfasern aufgetragen. Zoom Art nannte sich das, glaube ich, von irgendeiner billigeren Firma. Aber ich weiß auch nicht so recht, was das jetzt sein soll, ob das mehr so für die einzelnen Wimpern ist oder was. Jetzt hängt mir da gleich ein Mann, da brauche ich ja morgen 3 Augen zum Ausprobieren. Wo lernst du oder wo findest du so lustige Sachen? Ist ja geil. Ja, da frage ich mich auch, wer sich sowas einfallen lässt. Ich dachte gerade Telescopic, ich gucke mir mal Tests an online. Telescopic habe ich jetzt gedacht, das wäre jetzt so ganz lang und ich müsste von da hinten tuschen, da hat man ja vorne gar keinen Einfluss mehr drauf. Coole Nummer. Du hast echt einen ausgefallenen Geschmack, das gefällt mir äußerst gut. Mann, und mir hängt es hier überall schon rum. Ah, 19, knall ich für den Sommer. Den haben wir noch, jetzt habe ich mich voll angemalt hier. Mich war das, es ist so herrlich zu sehen, dass du nicht dazu lernst, hier mit meinem Anmalen immer. P2 Color Victim in Flam 269 Flamboyant, keine Ahnung, kommt jetzt noch über die schöne Farbe hier von China Glaze, oder, nee, und über den anderen drüber. Ich glaube, die deckt bestimmt gut. Muss ja eh heute noch was machen. Ja. Ja, da muss ich einen sehr mutigen Tag haben, glaube ich. Aber was im Moment wieder hochkommt, ich mag ja so gerne die Crackling-Lacke. Und Debbie hatte damals einen, also die Firma Debbie von Budmi hatte damals einen Crackling-Lack. Wobei, es ist furchtbar schlimm, wenn man den jetzt über was anderes drüber macht, ist ja gar nicht, ne? Und die hatten einen Crackling-Lack in Braun. Und das fand ich gut. Und irgendeine Firma hat jetzt wieder mit Crackling-Lacken angefangen. Essence, glaube ich. Und wenn du da drunter so einen Ton machst und dann den Crackling drüber, sieht super aus. Ich mag gerne dunkle Cracklings. Und da habe ich mich noch so geärgert, weil die gab es erst nach meiner Schrebergartenzeit. Und in der Schrebergartenzeit wäre das natürlich super gewesen, weil man da nie Schmutz unter den Fingern gesehen hätte. Da habe ich mal gedacht, ja. Doch, die finde ich gut, die wird getragen. So, denk mal, die ist normalerweise knalliger. Wo kann ich das denn? Da trage ich das mal auf. Sieht man ja so schon. Ja, fast schon Neon. Ja, guck mal hier, Mädels. Ja. Cool. Dankeschön. Das ist jetzt das erste, was farblich rausknallt aus der anderen Farbfamilie hier. Ich kann ja heute lackieren wie eine große. Aber kann man variieren, seht ihr? Und ich habe Nummer 20. Schöne Hände muss man pflegen, besonders wenn sie vom Auspacken so strapaziert sind. Du bist süß. Ach man, viel Spaß beim Auspacken. Den hatte ich, Dani. Weib, wie du bist. Du bist süß. Das mache ich jetzt auch einfach mal so. Was ist das? Luxuriöse Badeperlen für Hände und Füße mit Bernstein und Perlenextrakt. Ich komme bei mir in mein Heilsteinregal. Spa-Time Bathing Pearls von P2. Feine Badeperlen lassen das Hand- oder Fußbad zum Wellnessvergnügen werden. Mit schützendem Bernstein und feuchtigkeitsspendendem Perlenextrakt. Der betörende Duft veredelt das Spa-Erlebnis für zu Hause. Anwendung: einfach die Mikroperlen in das Handbad geben und entspannen. Pro Liter Wasser werden 5 Gramm Perlen benötigt. Drin sind 94 Gramm. Wieso 94, wieso nicht 95? Naja. Für ein optimales Pflegeerlebnis sollten die Hände ca. 10 Minuten darin gebadet werden. Hautverträglichkeit, jip, jip, jip. Cool. Vor dem Handregal habe ich noch gar nicht gestanden bei P2. Weil ich mir gedacht habe, das machst du sowieso nicht. Moment.
Oh. Hast du daran gerochen? Oh, riecht das geil. Habe ich gerade voll die Gänsehaut, ja? Das riecht total lecker. Auch für die, die sich für sowas nicht interessieren. Geht ans Regal und schnuppert euch das einmal an. Lecker. Dankeschön. Doch, das probiere ich aus, auf jeden Fall. Oh, schön. Das war ein ganz geiles Päckchen. Dankeschön. Oh, Schatz, mach Fernseher an. Ich muss also wirklich jetzt arbeiten. Da bin ich total happy drüber. Ich sehe zu, dass ich das schnell hochgeladen kriege. Danke dir ganz, ganz, ganz herzlich. Und das ist richtig toll. Das werde ich mir jetzt alles schön hier... Moment, ich habe immer noch den kleinen Karton hier stehen. Mit Sachen, die ich noch einräumen wollte. Und da kommen die Sachen jetzt alle rein. Dann habe ich die morgen früh alle beieinander und kann die nämlich schön zelebrieren. Ich zelebriere das immer am nächsten Morgen nochmal richtig. Die Nagellacke kommt mit nach oben. Das werde ich heute noch machen. Hammer, toll. Guck mal hier, China Glaze. Wow. Super schöne Sachen. Da will ich jetzt nicht nochmal was drauf machen, aber normalerweise, den habe ich übrigens eben unterwegs getragen. Den hatte ich mit. So schöne Sachen. Und so ausgefallene Sachen. Dankeschön. Das super große Klasse zählt nicht zu lieber. Alles toll. Warte mal, das ist mein eigener. Der kommt dahin. Das ist ja jetzt auch mein eigenes, aber... Und auch diese Kombination, total schick. Muss wehtun. Muss es gar nicht. Da bin ich mal sehr gespannt. Hammerfarbe. Sowas sehe ich immer gar nicht. Klasse, 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 klasse. So, alles ausgepackt, leider schon wieder vorbei. Die hänge ich mir hier ins Bad, damit ich mir die morgens mal angucken kann. Und da kommen ein paar schöne Sachen rein. Ich danke dir ganz herzlich. Das war total schön. Ich habe mich total gefreut. Und ja, danke schön. Danke für die schöne Idee. Und das ging ja auch alles so plötzlich. Du hast gefragt und rubbeli-schwupp. Und das war ja jetzt eine Sache von keinen 10 Tagen, ne? Glaube ich. Das ging sehr schnell. Danke, danke, danke. Ich bin jetzt schön quietschebunt. Sehe jetzt zu, dass ich meine Aufträge reinkriege und würde sagen... Herzliche Grüße in den Süden, darf man ja ruhig sagen, ne? Ist ja auf jeden Fall südlicher als Schleswig-Holstein. Menne sagt immer, alles südlich von Hamburg ist Balkan, also ne? Wisst ihr Bescheid. Und euch noch einen sonnigen Sonntag, ich vermute mal, dass ihr das am Sonntag guckt und Dankeschön. Schwarze Zora, liebe Grüße ans Katerchen und bis die Tage. Tschüss!